Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Rena und das ist wieder eine Tagesbotschaft für euch. Ich muss sagen, das ist mehr, ich werde das anders nennen. Das ist eine Botschaft vom Universum. Ich werde so das nennen, nicht Tagesbotschaft, weil das kann man nicht Tagesbotschaft nennen, weil das ist bei manchen ist so. Dadurch, dass wir, ich sag mal so, die Hälfte meiner Kunden leben in der Vergangenheit, die andere Hälfte lebt in Zukunft. Das heißt, wir träumen, wir alles. Sehr, sehr wenige Menschen leben hier und jetzt. Und diese Botschaft sagt auch, Transformation. Das war deine Entscheidung, nicht weiterzugehen. Das war deine feste Entscheidung. Das ist Ass der Schwerter, das ist der Herrscher. Das war wie ein Bergentscheidung, wie ein Steinentscheidung. Das war richtig konstruktiv gedacht. Das hier sehe ich, meine Lieben, auch, dass diese Karte zeigt, weil du hängst immer noch an irgendwie welche Partnerschaft, an irgendwie welche Liebe. Situation hier könnte auch sein, nicht unbedingt Liebe hier kann sein. Hier kann auch sein, irgendwie welche Enttäuschung von Eltern, von Freunden, Kollegen. Versteht ihr? Hier könnte verschiedene Situationen sein, die dich so fest einmauern und du gehst nicht nach vorne, weil ich sehe hier keinen Progress, keinen nach vorne Schritt. Nur wenn du diese transformierst und fängst an, hier und jetzt zu leben, meine Lieben, glaubt mir, euer Leben wird sich sehr, sehr verändern. Darum, diese Botschaft lautet, lass diese vergangene Sache. Kläre das. Wie? Zum Beispiel, du gehst zu diesem Mensch und sagst, das hat mir nicht gefallen. Aber konstruktive Gespräch, richtige Gespräch, keine Vorwürfe und dann noch etwas. Regle das. Oder wenigstens, wenn du da diese Möglichkeit nicht hast, weil kann sein, dass jemand ist schon verstorben. Ich spüre das. Kann sein, dass bei jemandem ist jemand schon Eltern, Oma, Opa, Tante, Onkel. Ich spüre das bei jemandem. Ich werde mich sehr, sehr freuen für eure Kommentare und Feedback. Darum geh zu deiner Seele. Geh in dich hinein und verzeihe dir. Verzeihe dir und geh nach vorne. Glaub mir, meine Lieben, wenn du das tust, alles wird leichter in deinem Leben. Dann kannst du wieder leicht atmen. Lastfrei sein und wieder genießen das Leben können. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Klären, vor allem wenn noch jemand am Leben ist. Aber ich habe so gespürt, dass manche werden schreiben, dass jemand ist schon verstorben, da wo tut weh. Jemand gegenseitig wehgetan hat oder noch etwas. Und du kannst dir das nicht verzeihen, irgendwie so. Das könnte auch so sein. So, meine Lieben, alles Gute, alles Liebe. Tschüss, Papa. Einen wunderschönen Tag noch.